Auch fast 3 Monate nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal sind die Schäden und Verwüstungen vielerorts noch immens. Freiwillige Helfer werden dringend benötigt. Doch wo in den ersten Wochen noch Tausende von Helfern den Weg ins Ahrtal fanden, sind es mittlerweile oft nur wenige hundert. Marc Ulrich, der Initiator eines Shuttle-Dienstes für Hilfskräfte ins Hochwassergebiet an der Ahr, hat in einem Interview mit dem SWR berichtet, dass sich die Zahl der Helferinnen und Helfer momentan bei ungefähr 400 bis 500 stabilisiert habe. Im April dieses Jahres soll ein 63-jähriger Mann aus Altenkirchen auf seine 81-jährige Mutter, zuerst mit einem Hammer mehrfach auf den Kopf eingeschlagen und schließlich ihre Halsschlagader mit einem Messer durchtrennt haben. Nun hat die 3. Strafkammer des Landgerichts Koblenz den 63-jährigen Angeklagten zu einem dauerhaften Aufenthalt in einer Psychiatrie verurteilt. Der Landessportbund und die regionalen Sportbünde starten gemeinsam mit dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit eine Impfkampagne, die sich insbesondere an die Zielgruppe der 12- bis 17-Jährigen richten soll. Nach einer Pressemitteilung des LSB sollen im Rahmen der gemeinsamen Impfkampagne ab dem 9. Oktober die ersten Impfstationen der beteiligten Sportvereine an den Start gehen. Man wolle den Jugendlichen so ein schnelles und unkompliziertes Impfangebot machen. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.